Unicampus Brixen. Die Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen hat ihre neuen Lernwerkstätten vorgestellt. Der Name des Projektes ist EduSpaces. Hier soll eine neue Lehr- und Lernkultur gefördert und vermittelt werden. EduSpaces versucht, Elemente der neuen Lehr-Lernkultur an die Universität zu holen und in verschiedenen Settings für die Studierenden nachvollziehbar zu gestalten. Das heißt, sie sollen befähigt werden, in kleineren Situationen, eventuell Unterrichtssituationen im Kindergarten, nachzuspielen, zu erproben, kritisch zu beleuchten. Und wenn es optimal läuft, hoffen wir, dass ihre didaktischen Erfahrungen, die sie machen, im Praktikum umgesetzt werden und dann zurückgespiegelt werden in unsere Lehrveranstaltungen, sodass wir einen engen Austausch zwischen Theorie und Praxis erreichen können. Wie lernen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule und pädagogische Fachkräfte des Kindergartens ihren Beruf? Genau auf diese Frage will das Projekt EduSpace mit 4 verschiedenen Lernwerkstätten eine Antwort geben. Es umfasst den ganzen Fächerkanon, wie er in den Rahmenrichtlinien der Grundschule, aber auch alle Bildungsbereiche, wie sie in den Rahmenrichtlinien des Kindergartens festgeschrieben sind. Die einzelnen Labore in EduSpaces haben unterschiedliche Ausrichtungen, aber wir möchten vermeiden, dass ein Bereich besonders hervorgehoben wird oder ein Fach besonders prominent wird. Wir möchten die Breite anbieten, denn damit werden unsere Studierenden auch in ihrer zukünftigen Tätigkeit konfrontiert. Bei der Vorstellung des Projekts waren auch Walter Lorenz, Rektor, und Konrad Bergmeister, Präsident der Freien Universität Bozen, anwesend. Die 4 verschiedenen Werkstätten wurden schließlich im Detail vorgestellt. Im EduSpace Multilab werden Netzwerke zwischen Theoretikern und Praktikern gesponnen, die neuen Lehr-Lernmethoden für Fachgebiete in Kindergarten und Schule erproben. In der EduSpace Lernwerkstatt entsteht basierend auf erziehungswissenschaftlicher Forschung in kooperativen Lernarrangements didaktisches Material, das über die Universitätsbibliothek in die Praxis kommt. Im EduSpace Chess Lab wird der kognitiven Entwicklung von Kindern auf den Grund gegangen. Im EduSpace FDZ wird die Bildungsgeschichte Südtirols durch Ausstellungen und Arbeit mit Schulen sowie Kindergärten lebendig.